Professor Dr. Peter Gentsch, den ich wirklich super spannend finde. Und zwar, er gehört nicht nur zu einem der erfolgreichsten Internetunternehmer Deutschlands, der lange, lange im Business drin ist und ich glaube 4 oder 5 Exits schon hinter sich hat, sondern er ist Experte, kann man wirklich sagen, zum Thema künstliche Intelligenz und zwar insbesondere im Bereich Marketing. Er ist natürlich Speaker, er ist Unternehmer, aber er ist auch Wissenschaftler und ist da wirklich wahnsinnig aktiv. Und wir haben einen wirklich tollen Vortrag heute zu dem Thema, wie die künstliche Intelligenz auch kreativ sein kann und helfen kann beim Thema Innovation. Aber das hören wir jetzt von dir in deinem Vortrag. Ich freue mich darauf und danach haben wir bestimmt eine Menge Fragen. Sehr gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Intro. Genau, wie du es gesagt hast, das ist ein Stück weit abstrakt. AI ist auch kein neues Thema, nur seit über 50 Jahren beschäftigt man sich nun damit und es ist allmählich auch im Marketing angekommen. Und ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwer. Wir sehen jetzt Corona, wie schwer wir uns mit den Basics teilweise tun im Bereich Digitalisierung. Und AI ist ja häufig so das Sahnehäubchen. Nur ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Der Thorsten hat mehrfach die Gaffer World angesprochen. Die machen eben AI perfekt. Also wenn man Mark Zuckerberg fragt, was hast du für eine Company, sagt er inzwischen, ich habe eine AI-Company von Mobile First zu AI First oder Alphabet bezeichnet sich heute als AI Powerhouse. Das heißt, selbst wenn ich nicht unbedingt alles selber machen will und kann im Bereich AI, nur Thema, habe ich überhaupt die Ressourcen dafür, die Skills, glaube ich, ist ganz wichtig, nicht nur eine Blackbox da zu sehen, sondern zu verstehen, wie AI zunehmend das Marketing verändert, Social Media verändert, Conversational Commerce werde ich darauf eingehen, verändert. Und manchmal haben wir so ein bisschen Blindflug, it's magic, wir können es gar nicht so einschätzen. Und ich glaube, keine Technologie ist zum gleichen Zeitpunkt dermaßen überschätzt und unterschätzt wie das Thema AI. Insofern will ich das möglichst praxisnah darstellen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen die Vision dabei, wie AI praktisch auch zunehmend Innovator wird. Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil man eigentlich AI immer so sehr stark im Bereich Automatisierung sieht. Und werde natürlich aus aktuellem Anlass auch auf Corona eingehen und wie das eigentlich mit dem Thema AI zusammenhängt. Keine Sorge, keine wissenschaftliche Definition, aber vielleicht in gebotener Kürze doch zu sagen, was ist eigentlich AI? Und da gibt es ein Beispiel, das werden sehr, sehr viele kennen, das ging massiv durch die Presse. Aber ich hoffe, ich habe noch ein, zwei ganz spannende Side-Stories. Man hat schon lange versucht, AI immer so in dem Spielbereich einzusetzen und den Weltmeister im Schach beispielsweise zu challengen. Das war 96, Kasparov. Und dann gab es eben 2016 den Lee Sedol, den man hier sieht, das ist der koreanische Weltmeister in dem ältesten Brettspiel dieser Welt namens Go. Ich habe da nur 2 Steine, schwarz-weiß. Ja, man denkt, das ist brutal simpel, aber es ist mega komplex. Es verlangt Intuition, Kreativität, strategisches Denken, all das, was doch eigentlich eine KI gar nicht haben kann, meint man zumindest. So. Und dann 2016 kam die Firma DeepMind, die dann angetreten ist gegen Lee Sedol. Der war noch siegessicher. Man muss dazu wissen, der Mann hat noch kein Spiel verloren in seinem Leben. Erstes Spiel verliert er, zweites Spiel verliert er, das dritte Spiel verliert er. Er geht vor die Presse, ist natürlich frustriert, sagt aber auch einen tollen Satz, also so frustrierend das Ganze ist, es war creative and beautiful. Und damit meint er ganz bestimmt einen Move, diesen Move 37, der als God-Moves bezeichnet wird, den noch kein Mensch vorher gespielt hat, kein Rechner vorher gespielt hat. Und das war eben der Game-Changer. Und das gefällt mir so gut, dass eben AI nicht nur Automatisierung ist. Colin, du hattest angesprochen, dass ich wahnsinnig viel AI heute schon in jedem Handy habe. Wenn ich heute Programmatic Advertising mache, laufen da AI-Algorithmen im Hintergrund. Da geht es immer sehr stark effizient Automatisierung. Und das, was ich jetzt ein bisschen motivieren will, naja, kann eine AI wirklich kreativ sein? Ich werde auf das Thema Content Marketing eingehen. Und da wird ja jeder Kreative sagen, morgens in der Dusche habe ich die besten Ideen. Das kann doch ein Rechner gar nicht machen. Nochmal 2 Side-Stories. Wer hat es erfunden? Ja, Ricola, die Schweizer. Nein, eine schweiz-deutsche Forschungskooperation hat praktisch einen Basisalgorithmus entwickelt. Und der hat es kapitalisiert. Ja, DeepMind natürlich schon längst von Google akquiriert. Das zeigt auch so ein bisschen, MP3 lässt grüßen. Wir haben in Deutschland extrem gute Forscher. Wir haben extrem gute Leute im Bereich AI. Wenn es darum geht, daraus Business zu machen, da tun wir uns ein bisschen schwer. Und böse Zungen sagen ja, naja, AI, das ist doch eigentlich, ne, jede Regression ist heute AI. Wenn ich heute hoffentlich auch demnächst wieder auf eine Messe gehe, ne, die Mexico, eine OMR, wie auch immer, dann muss man schon schmunzeln, dass ja überall das Label AI heute schon ist. Und manchmal ist dahinter einfache Statistik. Was hier schon spannend ist, dass der Rechner gelernt hat zu lernen. Also wenn ich in der Vergangenheit ein System praktisch vorgegeben habe,
Viele haben wahrscheinlich den Begriff maschinelles Lernen schon mal gehört, wo ich eine Trainingsdatenmenge habe, ein Lernsystem. Das heißt, es ist noch sehr supervised. Und in dem Kontext hier hat AlphaGo zunehmend gelernt zu lernen. Ne? Und das ist das Spannende. Auch hier hat Google spannende Algorithmen im Bereich Open Source rausgebracht unter dem Stichwort AutoML, also ML für Machine Learning und automatisiertes maschinelles Lernen. Das heißt, wir haben zunehmend Rechner, die selber Software schreiben. Und das Absurde war, dass in manchen Bereichen wir heute AI einsetzen, die Software schreibt, die besser ist als die Software, die die Menschen geschrieben haben, um diese AI zu entwickeln. Das ist auch so Stichwort Superintelligence. Damit will ich auch aufhören. Ich will nur sagen, AI ist mehr als einfache Statistik. Wir kommen zunehmend in den Bereich, dass AI proaktiv, autonom Sachen lernt und macht. Okay, jetzt kann man sich sagen, wenn wir doch so eine powerful AI haben, wie kann es eigentlich sein, dass wir ein Virus wie Corona nicht früher entdeckt haben? Warum können wir das nicht besser prognostizieren, wenn wir eine so dermaßen leistungsstarke AI haben? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir sind hier immer noch in einer Laborsituation. Ne? Wir haben da ein Spiel, ne? Wir haben da irgendwelche Knüppel auf dem Spiel und wir haben ein paar Regeln. Die reale Welt ist viel komplexer. Wir leben in einer globalen Welt. Wir haben wahnsinnig viele Rahmenbedingungen, die sich permanent verändern. Und was die AI ja macht, sie geht ja immer auf historische Daten und versucht daraus zu lernen. Nur wenn die Historie Corona, Covid-19 eben noch nicht da war, noch nicht bekannt wäre, hat eine AI große Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz gab es im Internet, es gibt jede Menge Research, ich will nur einen Mini-Exkurs machen, weil er sehr schön zeigt, was eigentlich der Erfolgsfaktor von AI ist. Und das gilt übrigens genauso im Social Media und im Marketing. Da gab es viele, die haben eben klassische Prognosen gemacht, die haben dann einfach die historischen Daten genommen, die Infektion, wer ist gestorben und haben das praktisch predicted auf Basis der historischen Daten. So, und dann kommen dann halt absurde Zahlen hin, die glücklicherweise nicht so eingetreten sind. 2,5 Milliarden Infektionen, 53 Millionen gestorben. Das sollte nach sehr kurzer Zeit schon der Fall sein. Und warum sind diese Systeme begrenzt? Naja, weil ich eben einen Datenraum habe, der die Realität nicht abspielt, widerspiegelt. Und was ganz spannend ist, es gibt eine kanadische Firma Blue Dot, die beschäftigt sich damit, frühzeitig eben solche Viren und den Ausbruch der Viren und die Entwicklung der Viren zu identifizieren und zu prognostizieren. Und diese Firma Blue Dot war ungefähr, man geht zwischen 7 und 9 Tage schneller als die WHO, um die Pandemie seriös vorhersagen zu können. Und das Spannende war, dass sie eben sogenannte New Data, alternative Daten genommen haben, eben nicht nur historische Daten von Infektionen und Sterberaten, sondern eben auch in Social Media gegangen sind, in irgendwelche Tier- und Pflanzenkranken, Gesundheitswarnungen, Foren, Blogs etc. Das war eigentlich der Erfolgsfaktor. Das heißt, es ist gar nicht der Algorithmus. Wir reden heute so viel über Deep Learning und Reinforcement Learning. Das klingt ja alles fancy. Meine Erfahrung am Ende des Tages steht und fällt das mit den Daten, die ich eben als Basis habe. Oder auch die Entwicklung vom Coronavirus. Die Telekom hat anonymisiert eben Bewegungsdaten zur Verfügung gestellt. Fluggesellschaften haben Daten zur Verfügung gestellt, wo ich auch, sage ich mal, die Verbreitung des Virus betrachten konnte. Hier sehr eindrucksvoll modelliert, ne? Peking Flughafen, wie hat sich das Ganze verteilt? Das heißt, der Dateninput, das ist das Entscheidende in der AI, das werden wir auch gleich im Bereich Marketing sehen, insofern haben wir die absolute Analogie. Letzter Punkt noch dazu, Robert-Koch-Institut hat ja eine App rausgebracht, wo ich auch sage, Smart Data, manchmal ist es eben nicht der fancy Algorithmus, sondern eine einfache Idee. Ihr kennt alle Wearables, ich habe die Smartwatch, ich habe irgendwelche Fitnessgeräte, die ich hier koppeln kann, natürlich permission-based. Und dann wird praktisch mein Ruhepuls gemessen. Und wenn ich Fieber habe, habe ich tendenziell einen höheren Ruhepuls. Und wenn ich einen höheren Ruhepuls habe, dann ist das eine Indikation eben, nicht unbedingt für Corona, aber zumindest für Fieber. Und dann kann ich natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch sagen, dass hier ein Corona-Vorfall vorliegt. Und so kann ich auch besser verstehen, was da passiert. Eine ganz einfache Sache. Wir haben alle die Wearables. Es gibt die Smartwatches. Und darum ist für mich das Thema, und dem Beispiel wollte ich es einfach nochmal illustrieren, Daten das Entscheidende und einfach die gute Idee, wie ich diese Daten nutzen kann. So, jetzt heißt das Thema aber insbesondere AI im Marketing, Sales, Service, Social Media, E-Business, wie man das jetzt nennen will. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Da werde ich nicht alle Use Cases zeigen können. Die gute Nachricht, sind alle dann im Backup veröffentlicht. Was kann ich jetzt eigentlich machen, ganz konkret im Bereich Marketing mit der künstlichen Intelligenz? Und ihr seht auf der einen Achse die Automation. Das sind wir relativ gut schon. Wie erkenne ich das? Je größer der Bubble ist, umso höher ist der Reifegrad schon. Je dunkler der Bubble ist, umso stärker wird es auch schon genutzt. Also nehmen wir mal das Thema Real-Time-Bidding. Habe ich extrem hohen Automatisierungsgrad, sehr weit verbreitet, hoher Reifegrad.
Der Business Impact ist nicht so hoch. Ne? Es ist letztendlich klar, wenn ich geschickt gut Werbung ausspiele, ist das Business relevant, aber nicht so sehr wie beispielsweise ein dynamisches Pricing, was leider in Deutschland noch nicht so weit entwickelt ist, was einen viel höheren Impact hat. Und auf der anderen Seite haben wir zunehmend auch kreative Bereiche. Und das ist eigentlich das Spannende, dass AI auch zunehmend in den Bereich geht, Storytelling, Planning, Brand Management, Creative. Also all das, was eigentlich die Domäne des Menschen ist. Und insofern habe ich jetzt in dem Folgenden den Schwerpunkt, wie kann ich intelligent Content generieren? Wie kann ich intelligent Influencer Marketing machen auf Basis von AI? Wenn ihr jetzt sagt, Mist, mich hätte aber viel mehr interessiert, AI im Targeting oder Marketing Automation, dann sprengt das den Rahmen. Entweder machen wir es nachher nach den Fragen. Oder ich habe zu jedem Use Case auch Beispiele im Backup. Also Schwerpunkt ist, gemäß Titel, wie kann ich jetzt eigentlich kreativ Content erstellen? Und bitte nochmal an das Zitat von Lise Doll denken, creative and beautiful. Ja, solchen Content wollen wir haben im Content-Marketing. Die Frage ist, kann das die Maschine wirklich leisten? Letztes Slide nochmal, auch das wird den Rahmen sprengen, wenn man es durchgehen würde. Ich möchte nur motivieren, weil häufig kommt der Punkt, naja, ich würde gerne AI machen, ich weiß gar nicht, wie der vorgehen soll. Und das gute alte Modell der Use Cases hilft da einfach. Ich habe jetzt einige Use Cases gezeigt, die sind hier nochmal beschrieben. Und dann einfach zu sagen, okay, welcher Use Case ist für mich wichtig? Wer hat einen großen Business Impact? Und dann im Sinne Feasibility, Machbarkeit, habe ich die Daten? Kriege ich diesen Use Case relativ schnell umgesetzt? Und dann, so banal es klingt, mit den Use Cases erstmal zu beginnen, die eben für mich wichtig sind und die auch machbar sind. Ansonsten verzettelt man sich in dem ganzen AI-Konstrukt. Und ich glaube, dann kann man sehr fokussiert auch die ersten Erfolge im AI einfahren. Okay, komme ich zum Thema, wie kann ich Content generieren auf Basis von AI? Und das sind ganz einfache Beispiele im Sinne, wie kann ich Text generieren? Wie kann ich Bilder? Wir haben aber zunehmend im Content-Marketing auch Bewegtbilder. Also wie kann ich das mit Videos machen? Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Trend auch für das Jahr 2020 wird das Thema synthetische Medien sein, also künstliche Medien sein, bei denen ich gar nicht mehr unterscheiden kann, ob sie synthetisch sind oder nicht. Ihr kennt wahrscheinlich alle die einfachen Beispiele, dass zunehmend AI kleine Texte schreibt, also ein Wetterbericht oder ein Sportbericht oder auch kleine Social-Media-Posts. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Die Frage ist, kann ich auch wirklich kreativen Content, also kann ich so eine Art wie Storytelling machen? Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, Games of Thrones. Ich bin da kein Experte, kein Fachmann. Ihr werdet sicherlich kennen. Und dann hat man die ersten drei Bücher gehabt und der Martin wollte irgendwie das vierte Buch nicht schreiben. Und da hat die AI-Community Folgendes gemacht. Sie hat die ersten drei Bücher genommen, in die Maschine gesteckt und hat dann eine Prediction gemacht, sogenannte Content Prediction. Ihr kennt das vielleicht vom Handy, dass ich den nächsten Buchstaben vorhersage oder das nächste Wort vorhersage. Und die haben die komplette Story vorhergesagt, rein Basis auf AI. Und das Ganze ist im Internet veröffentlicht, funktioniert in der englischen Sprache immer noch ein bisschen besser als in der deutschen Sprache. Das heißt, die AI hat eine Storyline entwickelt für das nächste Kapitel Games of Thrones. Nächstes Beispiel, Thema Werbespots, Commercials, wo man auch sagt, das können doch nur Kreative machen. Ganz spannend, die Firma Lexus war vor anderthalb Jahren, hat KI genutzt, um einen Werbespot zu kreieren. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass ich auf den Knopf drücke und dann kommt der Werbespot raus. Aber die AI hat eben die Storyline unterstützt, hat Creatives, hat Visual vorgeschlagen, die dann intelligent zu einem Werbespot zusammengetragen wurden. Das kann man sich auf YouTube mal angucken, wie die produziert haben. Sehr, sehr spannend. Also hier sieht man schon, mehr als Automatisierung, es gibt kreativen Input für uns Menschen. So, das Thema, kann AI Bilder malen? Ja, AI kann Bilder malen. Und zwar gibt es eine Applikation, The New Rembrandt, die könnt ihr alle mal kostenlos im Internet ausprobieren. Was die KI da macht, ich gebe der KI ein Bild und sie malt dieses Bild, als ob der Rembrandt noch leben würde und es gemalt hätte. Ja, da sagen viele Kunsthistoriker, um Gottes Willen, Kunstbanause, andere sagen, es ist doch gut, dass wir den alten Mann wieder auferstehen lassen. Das heißt, die KI hat die Mimik, die Gestik, die Technik gelernt von Rembrandt und kann sie jetzt auf neue Kontexte ansetzen. Das heißt, ich imitiere praktisch und kann mir da natürlich sagen, ich möchte im Style von Rembrandt meine Marketingunterlagen präsentieren. Also ganz spannend, wie ich hier praktisch KI nutze, um Bilder zu imitieren. Und das Spannende ist, man hat dann Kunstexperten verschiedene Bilder vorgegeben, manche von der KI gezeichnet, manche eben nicht. Und selbst die renommiertesten Kunsthistoriker konnten den Unterschied nicht erkennen. Da sieht man schon, wie gut das ist. Letztes Jahr ging auch für schlappe $500.000 das erste KI-basierte gemalte Bild bei einer Auktion über den Tisch. So, noch einen Schritt weiter,
wahrscheinlich jetzt sehr stark in der Corona-Zeit genutzt. Netflix, ihr kennt alle Netflix. Netflix kreiert Trailer auf Basis von Content, aber auch Basis der Audience. Das heißt, jeder von uns guckt vielleicht den gleichen Film, aber wir haben vielleicht ein anderes Verhalten, wir haben andere Präferenzen. Das heißt, wir kriegen unterschiedliche Teaser, Thumbnails, je nachdem, was wir vorher geguckt haben, was unsere Präferenzen sind. Wir reden von dem gleichen Film. Das heißt, in dem Fall guckt die KI nicht nur sich den Content an und generiert praktisch neuen Content im Sinne eines Trailers, sondern es schaut sich auch die Audience an, die Präferenzen. Also wenn man so will, der Performance-Marketing-Gedanke, der dahinter steht, dass ich den Content so customize, so personalisiere, dass die Wahrscheinlichkeit der Konvertierung besonders hoch ist. Makal zusammen mit dem ZDF Digital, ProSiebenSat.1 ist auch dabei, sehr, sehr spannendes Projekt, genau in dem Bereich, weil wir uns gesagt haben, naja, immer englischsprachig, funktioniert das nicht für deutschsprachigen Content. Die gute Nachricht, es funktioniert für deutschsprachigen Content. Und ihr könnt euch auch vorstellen, Thorsten hat ja viel über Media und Advertising gesprochen. Wenn ich programmatisch aussteuere, ist es ja immer sehr stark Audience-getrieben. Was wir aber jetzt mit der AI machen können, wir können Filme erschließen hinsichtlich der Kontexte. Also ich kann mir zum Beispiel angucken, was bei ProSieben der nächste Woche alles gesendet wird, gebroadcastet wird und kann jetzt sagen, such mir mal alle Szenen, wo irgendwie Babys vorkommen und da möchte ich dann Babynahrung schalten. Also egal, nicht Audience-basiert im klassischen Sinne, sondern kontextbasiert. Wenn die AI also Kontexte erschließen kann, kann ich das natürlich auch genial programmatisch für Advertising nutzen. Und wer das schon sehr, sehr innovativ macht, ist die Firma Tencent, die ihr sicherlich kennt. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, ob man kleine Videosequenz, ich glaube, es läuft nicht ab. Ansonsten würde ich euch erzählen. Nein, läuft nicht. Egal. Was man hier sieht oder sehen sollte, ist, dass praktisch Content, in dem Fall geht es um Ad-Space, personalisiert dynamisch erzeugt wird. Das heißt, jeder von uns, obwohl wir die gleiche Sachen gucken, der eine würde eine Starbucks-Werbung kriegen, der andere würde McDonalds-Werbung kriegen, je nach unseren Präferenzen. Das können wir auf die Spitze treiben, dass man irgendwann sagt, naja, die Filme werden so generiert, dass sie der jeweiligen Audience passen. Wäre natürlich furchtbar, wenn man dann am nächsten Tag über den neuen James Bond reden will, und einer sagt, der Aston Martin war ja ein super Auto, und der andere sagt, bei mir war es der neue 911. Also da geht es sicherlich zu weit, aber es ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie ich heute praktisch schon auch Advertising im Bewegtbild, ja, im Sinne von intelligentem Product Placement automatisieren und personalisieren kann, das Ganze bei Tencent. Letzter Punkt, dem Bereich, wo wir noch weitergehen können, wir können AI nehmen, um ganze Filme zu kreieren. Der Film Sunspring, könnt ihr auf YouTube euch mal angucken, der ist schon ein bisschen crazy, der ist schon ein bisschen spooky, da wurde die Storyline von der AI geschrieben, Zone Out geht noch weiter, wird nicht die Storyline geschrieben, sondern auch die Schauspieler sind über Face Mapping, also artifiziell dargestellt. Wenn man sich das so anguckt, ist so ein bisschen spooky, wo ich sage, ich sehe lieber doch noch einen realen Film. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, die Unterschiede sind nicht mehr so klar. Und wenn ihr überlegt, gerade im Content Marketing, wie aufwendig ist es, Bewegtbild zu produzieren. Wenn ich eine Maschine habe, die das macht, 24/7, 365, skaliert natürlich Content Marketing in einem ganz anderen Bereich. Plus das Spannende ist, was das Thema Copyright angeht, ein Urheberrecht. Wenn die AI das eben generiert, dann habe ich auch nicht das Problem, wenn ich mir irgendwie bei irgendwelchen Datenbanken, sage ich mal, Bilder hole oder Videosequenzen hole, dann muss ich viel Geld für bezahlen. Wenn ich sie künstlich erzeuge, gehören sie mir. Ich komme jetzt nochmal zu dem Thema, auf den Blick auf die Uhr, nochmal zum Thema synthetische Medien. Das ist ein Beispiel, aus irgendwelchen Gründen läuft das Video nicht, aber kann ich im Nachgang gerne nochmal zur Verfügung stellen. Das ist der reale Obama. Aber der reale Obama spricht eben Sachen, die er so nicht sprechen würde, vielleicht nur denken würde. Er sagt nämlich, dass Trump ein Vollidiot ist. Und das sagt er nicht selber, sondern das sagt praktisch ein Mensch dahinter. Das heißt, ich kann heute synthetischen Content erstellen, dass ich Personen habe, die Sachen sagen, die sie nie gesagt haben. Das Ganze ging massiv durch die Presse im Bereich Deepfakes, wo man Celebrities genommen hat und in Pornos reinproduziert hat. Wo ich kaum noch den Unterschied erkennen kann, habe ich mir zumindest sagen lassen, was ist real und was nicht. Das wird natürlich auch in dem Bereich Fake News ein Thema sein. Ne, heute haben wir sehr stark Texte, wo wir sagen, Content Fake News. Wir werden aber auch zunehmend eben Videos haben, wo vielleicht mein Chef anruft oder wer auch immer. Er ist es aber gar nicht und ich kann kaum noch den Unterschied erkennen. Interessanterweise gibt es natürlich immer eine Gegenbewegung. Das ist ein israelisches Start-up. Das schützt euch vor Deepfakes. Also wenn ihr Deepfake gefährdet seid, dann solltet ihr dringend euch diese Firma angucken, weil die Firma sichert euch praktisch
eure Identität und Authentizität und keiner kann es verändern. Man kann sogar noch nicht mal eine Face Recognition machen. In China wahrscheinlich schwierig, aber generell spannend, dass ich AI nicht nur nutzen kann, um praktisch Fakes zu machen, sondern AI praktisch auch nutzen kann, um mich vor Fakes zu schützen, fand ich ganz spannend, wollte ich kurz zeigen. Im Marketing, eins der Megatrends, die ich auch völlig unterschätzt habe, muss ich sagen, war das Thema Influencer-Marketing. Das ist Aufgabe, habe ich nicht ganz so ernst genommen. Inzwischen ist, glaube ich, klar, wie massiv und mächtig das Thema ist. In der Regel habe ich ja Promis, C, B, A, Promis, wie auch immer, selbstdefinierte Promis. Auch hier kann ich natürlich über synthetische Medien künstliche Influencer erzeugen. Die gibt es auch schon. Die Michaela ist hier die bekanntesten, die auf Instagram durchaus schon eine Präsenz hat, Follower hat, die auch durchaus Geld verdienen. So. Jetzt sagen viele, naja, aber ein Influencer lebt ja eigentlich von, dass er ein Promi ist, authentisch ist. Interessanterweise können auch solche virtuellen Personen Beziehungen aufbauen zu Kunden. Na, wenn ich jetzt Marketingchef bin und nicht irgendeine zickige Teenager-Influencerin vielleicht bändigen muss, sondern habe hier eine 24/7/365 arbeitende Dame, dann hat das natürlich auch Vorteile. Muss man natürlich abwägen. Es ist nur ein ganz klarer Trend, auch wenn ich mir die Trends 2020 anschaue im Marketing, Content-Marketing, eben auch synthetischen Content, AI erstellt, um eben das Thema Influencer-Marketing hier zu zeigen. Letztes Beispiel war extrem beeindruckend, auch Thema Vegas CES von Samsung. Das sind zunehmend Persönlichkeiten, die eben nicht so ganz blöde Avatare sind, sondern zunehmend smart werden. Muss man sich unbedingt mal angucken. Dann habe ich eben meinen Personal Trainer, ich habe die Reporterin, ich könnte meinen Markenbotschafter darstellen, ich könnte dem Customer Service ein Gesicht geben und nicht irgendwie, wie das vielleicht heute über die virtuellen Chats läuft. Also passiert wahnsinnig viel. Denkt immer dran, AI ist nicht eine lineare Entwicklung, eine exponentielle Entwicklung. Insofern werden wir uns mit diesen synthetischen Medien, ob wir wollen oder nicht, diese artifiziell generierten Medien zunehmend beschäftigen. Ich glaube, der Vorteil ist Skalierbarkeit, Kostenpunkt natürlich, Effizienz. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir in einer Welt leben wollen, wo wir nur noch artifizielle Personen haben, artifiziellen Content haben. Häufig ist der Content ja deswegen so toll, weil ich weiß, der kommt vom Celebrity oder der Rembrandt hat das Bild wirklich gemalt. Also das heißt, vielleicht müssen wir uns auch erst an so eine synthetische, künstliche Welt zunehmend gewöhnen. Ich komme auch schon zum Abschluss. Mir war ein Thema nochmal wichtig, weil ich da gerade auch forsche. Und Thorsten Ahlers hat es angesprochen, ne? Das ist das Thema natürlich auch Facebook Shopping, dass natürlich die GAFAs auch versuchen, sag ich mal, die Zeiten zu nutzen, um das Business voranzutreiben. Der Matthias Mehner, der sehr stark das Thema Conversational Commerce, Conversational Business besetzt, mit dem habe ich auch zusammen die, sag ich mal, die Untersuchung, den Fragebogen designt, da würde ich euch gerne nochmal aufrufen, vielleicht auch mitzumachen. Und was man sieht ist, das fand ich jetzt nochmal ganz, ganz witzig, dass wir natürlich insgesamt einen Push erleben. Ne? Also wenn ich frage, wer treibt eigentlich bei euch die digitale Transformation, ist der CEO oder der CTO, nein, ist Covid-19, da ist, glaube ich, schon viel Wahres dran. Und ich glaube auch, dass das ganze Thema Messaging-Business, Conversational-Business extrem gepusht wird, so schlimm die Zeiten sind, durch die aktuelle Krise. Und ich glaube auch nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig. Vielleicht ganz kurz nur zur Einordnung, damit man das vielleicht nochmal, weil es ein kleiner inhaltlicher Sprung ist, zum Thema AI-basierte Content-Erstellung. Wir bewegen uns ja gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase, die so als Conversational Web bezeichnet wird. Wir hatten immer mal die Webseiten, dann hatten wir die App-Economy und jetzt sind wir in dieser Conversational Phase. Und auch hier natürlich wieder Bezug zu Corona. Und es gibt einen ganz schönen Bot, den könnt ihr gerne mal ausprobieren, den B-Bot. Ich habe den jetzt eine ganze Zeit lang mal getestet und was man sehen kann, der wird wirklich zunehmend besser. Und das zeigt einfach auch, wie schwierig es ist, Maschinen Konversation beizubringen, wenn es keine Historie gibt. Und inzwischen hat der wirklich eine Qualität, wo es fast Spaß macht, mit dem zu sprechen. Auch wenn ich weiß, das ist ein Bot, ich kriege hier auch hier, wann ich will, relevante Informationen. Also fand ich ein sehr schönes Beispiel für das Thema Conversation und Business jetzt auch in den Corona-Zeiten. Wenn man sich mal anguckt, was ist eigentlich der dominierende Kanal in Zeiten von Corona? Klar, wir sagen immer, Facebook war schon dominant, aber es hat nochmal an Relevanz gewonnen. Also was ist der dominierende Kanal in der Zeit von Corona? Und ganz spannend, Messenger beliebter als Social Media. Vielen Dank an den Matthias Mehner für die Abbildung. Natürlich sind wir immer noch fern in Radio, Zeitung, so meine erste Informationsquelle, aber dann kommt schon von WhatsApp vor den klassischen Social Media Kanälen. Also wir haben eine wahnsinnige Relevanz der Messenger. Habe hier nochmal eine ganz aktuelle Zahl gefunden, die das nochmal unterstreicht. Jetzt aus dem Mai 2020. Over the top services. Also
man muss die Zahlen mal klar machen. 96% sind 66,1 Millionen Bundesbürger nutzen WhatsApp. Ja, also nochmal um die Mächtigkeit. Auch hier sage ich ganz ehrlich, habe ich ein Stück weit unterschätzt auch vor ein paar Jahren, weil ich gedacht habe, das ist just another channel. Ich glaube, dass man mit den OTT-Devices viel, viel mehr erreichen kann, weil ich eine wahnsinnige Reichweite habe. Uns fehlt so ein bisschen die Fantasie, glaube ich, in Deutschland. Was sind Use Cases? Ne? Messaging, klar, wir sagen, wir können irgendwas Nachrichten schicken. Und wenn wir uns mal ein bisschen nach China orientieren, kennen wir alle WeChat. Wenn ich mir heute angucke, wie ganzheitlich eine Customer Journey da läuft, wie ich da auch Business mache, also nicht nur Chat und nicht nur Service mache. Klar, wir haben das Problem, WhatsApp hat ein paar Limitationen seit 2019. Ich kann nicht mehr Newsletter machen, ich habe nicht mehr einen Push-Kanal. Aber nichtsdestotrotz ist das, wofür ich eigentlich auch stehe, zu sagen, hey, was sind eigentlich Use Cases auf diesen Messenger, auf diesen Conversational Devices, die wir machen können? Und ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, dafür würde ich auch gerne ein bisschen Werbung machen, ist Hey Charles. Die eigentlich, ist ja nichts Neues, ein E-Commerce, ein Shop für Klamotten, ja, aber die eigentlich die Stärke des Messengers nutzen, um hier Business zu machen. Und das natürlich in Zeiten von Corona nochmal deutlich stärker genutzt wird, als ohne so eine Krise. Und ich glaube aber, dass es nicht eine vorübergehende Erscheinung ist, sondern dass wir uns damit länger beschäftigen werden. Peter? Letzte Folie, ich bin durch. Das ist so der kleine Call to Action. Zusammen mit Matthias Mehner und dem Martin Sinner eine Studie zum Thema Conversational Business 2020. Was sind Use Cases? Wo kann die Reise hingehen? Würde mich riesig freuen, wenn ein paar von euch noch mitmachen werden. Unter der Domäne, die man, glaube ich, gut erkennen kann, besteht die Chance mitzumachen, ist natürlich kostenfrei. Und jeder, der eine Studie teilnimmt, der würde ich gerne die Studie natürlich auch dann zur Verfügung stellen. So. Dann vielen Dank. Es gibt jetzt noch eine ganz kurze Frage, Peter. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber die würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar kommt diese Frage von Lena Saldan bzw. Sikorska. Gibt es Beispiele für die Tools, die zur personalisierten Darstellung des Contents auf Netflix genutzt wird oder werden? Ja, also es ist spannend. Es gibt natürlich Netflix und Co., ich sag mal, GAFA steht ja auch, sag ich mal, für Netflix und Tencent, die entwickeln interessanterweise selber. Und das Spannende ist, dass die auch sehr, sehr viel Open Source haben. Also Netflix macht komplett auf die Kiste, wie sie das machen. Also insofern, im Sinne von Trust Building, es ist unwahrscheinlich, da würden wir uns wahrscheinlich als deutsche Unternehmen schwer tun, diese Algorithmen so klarzulegen. Also ich habe natürlich einmal die Möglichkeit, Google TensorFlow ist eines der größten Open Source AI Frameworks, das ist for free. Es gibt auch kleinere Tools in dem Bereich. Wir arbeiten ja in diesem AI4Media-Projekt auch mit verschiedenen Tools. Also wenn das hilft, also die gute Nachricht ist, es gibt auch viel Open Source. Die Kunst ist, glaube ich, sie so anzuwenden, dass die Personalisierung eine hohe Qualität hat. Und Hakan, wenn das für dich okay ist, würde ich im Nachgang gerne eine Liste mit ein paar Tools zur Verfügung stellen. Peter, liebend gern. Schick mir einfach die Liste zu und wir teilen sie mit all unseren Teilnehmern. Super. Peter, danke dir. Es ist super spannend und ich interessiere mich selbst seit 2-3 Jahren dazu, habe viel dazu gelesen und ich habe gesehen, du hast auch tolle Bücher dazu geschrieben, insbesondere AI im Marketing, weil das sicherlich auch das Thema ist, wo denn die Zuschauer fragen mich, wie kann ich das Ganze denn jetzt wirklich live? Gibt es da schon Tools? Womit soll ich mich primär beschäftigen? Ich habe jetzt rausgehört, auch Messenger ist sicherlich ein großes Thema mit Bots. Aber ich glaube, dein Buch ist eine gute Basis, um anzufangen und wenn Leute Fragen haben, können sie dich natürlich auch sehr gern direkt kontaktieren. Jederzeit. Perfekt. Ganz lieben Dank für deine Zeit und für den tollen Vortrag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Hoffe ich doch. Live und Farbe. So ist es. Bis bald. Bleib gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke dir, Peter.